Und praktisch aus der Radio X Morning Show habe ich zumindest 2 von 3 Gästen hier, denn wir haben jetzt das große Glück, Lokalkolorit zu kriegen in Form von Alarmstufe Beige mit... Das will ich hören. So muss es sein. Und zwar haben wir hier die beiden wunderbaren Moderatoren Conny und Micha und Paul. Denn heute gibt es nicht nur Alarmstufe Beige, sondern Alarmstufo Beige, wenn ich nicht ganz falsch liege. Das ist ein spezielles Format und was, wie das funktioniert, was da jetzt gleich passiert, lasse ich euch erzählen. Viel Spaß. Hallo. Ja, guten erstmal. Herzlich willkommen zur Alarmstufe Beige. Ich bin der Conny. Ich bin der Micha. Und wir machen diesen Podcast. Warte mal, wir kommen gleich zu dir. Wir kommen gleich zu dir. Das ist der Paul, das ist unser Ufologe. Wir machen das seit Juli 2018. Haben wir eigentlich im Radio Quatsch gemacht. Echt, das weißt du? Ja, das weiß ich. Okay. Ich habe die Upload-Zahlen mir angeguckt. Beim Conny ist der Mann für unsere Statistiken. Und da wir im Radio nicht alles sagen dürfen, haben wir gesagt, okay, wir gehen ins Internet und sagen einfach da alles, was wir sagen wollen. Was uns am Radio auch gestört hat, war immer diese Musik zwischendrin, zu unserem Gelaber. Ja, wir haben dann irgendwann mal Kritik gekriegt, dass wir aus 2 Stunden Sendung nur 4 Lieder gespielt haben. Ja. Da haben wir gedacht, vielleicht wäre der Podcast auch ein besseres Medium für uns. Aber immer war es 2 Stunden Max Giesinger frei. Also, ja. Schwer, aber kriegen wir hin. Ja, und wir haben eigentlich 3 Formate im Format. Wir haben einfach so diesen Quatsch-Talk, wo wir auch gerne mal random bei Wish irgendwas bestellen. Und aber die Kategorie ist irgendwie immer so unter 2 Euro und es darf irgendwie nichts kosten. Genau, wir lassen uns über so einen Zufallswortgenerator 2 Zufallswörter generieren, jeder, und die geben wir dann in die wish.com-Suche ein. Und das erste Produkt, was wir finden, das unter Versand noch bezahlbar ist, sage ich mal, das bestellen wir dann und stellen es uns dann gegenseitig vor. Jetzt ist aber leider das Problem, die Deutsche Post nimmt keine Pakete mehr an aus China. Ja, so schnell ist mein Format wieder los. Coronavirus sei Dank. Ja, dann haben wir ein Talk-Format. Wir haben ab und zu Gäste. Der erste Gast, den wir hatten, war der Stenger. Der uns auch freundlicherweise immer produziert. Und und dann kam irgendwann der Paul, der hier in der Mitte von uns sitzt, ins Leben von mir. Und hat mich mit dem UFO-Thema sehr überzeugt, dass wir daraus ein Format machen könnten. Micha ist eher so der Skeptiker. Ich bin voll der Naive. Und du bist so eher... Bei Akte X wärst du der Raucher. Also ganz ehrlich, der Conny ging mir da schon lange mit auf den Sack. mit seinen komischen UFO- und Geistergeschichten, weil ich bin da ja eher ein bisschen nüchtern veranlagt, was das angeht. Und wenn das der Conny alleine erzählt, dann kann ich mich da nicht so wirklich drauf einlassen. Und dann plötzlich hat er jemand an der Hand, der das Ganze noch so ein bisschen wissenschaftlich untermauern kann, und da wird's dann auch für mich eng, dagegen zu argumentieren. Aber das ist mein Part in dieser ganzen, in unserem UFO-Spin-Off, das passenderweise dann Alarmstufo Beige heißt, da so ein bisschen die Schwurblerei aus euch rauszutreiben. Schwurblerei? Ja. Ja, das ist, wirst du nicht so schaffen, weil wir haben dich, glaube ich, schon so weit, dass du mittlerweile auch... also du hast jetzt gesagt, du hast Angst vor Geheimdiensten. Weil jetzt hier gleich hier draußen schwarze Vans vorfahren. Ja, ich wollte gerade sagen, jeder Kastenwagen mit getönten Scheiben oder so, der kein Firmenaufdruck hat, der ist mir schon suspekt mittlerweile. Ja. Dann kommt noch hinzu, dass der Paul noch Fluglehrer ist wir überlegt haben, wir gehen mit dem Paul mal zusammen in die Luft. Was hast du dir überlegt? Ja, ich habe ja per se keine Flugangst, aber es könnte sich vielleicht noch ändern. Jetzt hat er tatsächlich Angst, dass wir abgeschossen werden irgendwo. Nicht unbedingt. Über Groß-Ostheim International werden wir abgeschossen. Dass er dann irgendwo so ein Dimensionsportal aufmacht und zack, hängen wir dann kurz vor Alpha Centauri. Genau. Und dann, daheim wird's essen kalt. Das ist ja dann auch nichts. Also, ich werde dir versprechen, ich sag heute Abend nichts, was dich in Lebensgefahr bringt. Oh, Gott sei Dank, ja. Das hättest du mal die letzten Folgen machen müssen. Also erstmal auch herzlich willkommen von meiner Seite her. Und ich bin also quasi hier Gast. Und der Conny ist unglaublicher UFO-Fan. Und vielleicht ist auch der eine oder andere da draußen, der sagt, ui, das ist ein interessantes Thema, aber im Leben nicht. Ja. Und das ist eher so sein Part, weil er
er wird so für euch sprechen und dann so quasi sagen, die Gedanken ausdrücken, die die meisten von euch im Kopf haben, wenn es um das Thema geht und sagen, sag mal, das kann doch gar nicht sein. Ja. Ich bin die Stimme der Vernunft, Wissenschaft und Naturgesetze. Genau, so können wir es auch ausdrücken. Und wenn einer irgendwie im Panini-Album hängen geblieben ist, dann sitzt der eher auf der Couch dann da drüben. Also, nee, ja, also es ist ja auch wirklich ein Thema. Ich meine, die meisten von euch oder von Ihnen wissen ja, dass das ein Thema ist. Dass man, wenn man damit anfängt, an einem Stammtisch zu erzählen, man bis blöd angeguckt wird. Also auf jeden Fall. Ne? Das ist so, die aber danach heimlich alle heimgehen, den History Channel gucken, ja. Das ist halt die große TLC. Frage, ja. Warum ist es überhaupt so ein riesen Tabuthema eigentlich auch, ja? Also in Deutschland und auch in Deutschland vor allem, weil woanders auf der Welt ist es gar nicht so groß ein Tabuthema. Gehst du beispielsweise nach Schweden oder Norwegen, kannst du dich durchaus über das Thema sehr gut unterhalten und in Amerika beispielsweise, auch wenn ich weiß, dass es in Amerika die ein oder andere Menschensorte gibt, die nicht so viel Gehirnmasse hat, haben durchaus laut einer Statistik den Glauben daran, dass nicht nur, also über die Hälfte der Amerikaner glaubt nicht nur, dass es UFOs gibt, sondern über die Hälfte der Amerikaner glaubt, dass die amerikanische Regierung vertuscht. Das glaube ich auch. Ja, die glauben ja an ihr Gesundheitssystem. Also insofern. Also, ob es da Parallelen gibt, ich weiß es nicht. Aber so ein bisschen Area 51, also da muss ja was dran sein. Michael, da kannst du mir nicht erzählen. Militärstützpunkt ist egal, auf was für Militärstützpunkt du irgendwie einbrechen willst, das finden die immer uncool. Ich weiß noch, damals, ich weiß nicht, wer hier aus Aschaffenburg ist, in Stadtteil Schweinheim hinten hatte die US-Armee auch so ein Trainingsgelände. Aber da hatten sie keine UFOs versteckt. Nee, aber da sind wir auch immer eingebrochen. Du bist eingebrochen? Ja, wir sind da halt dann drauf. Da konnten wir so Farbgranaten aufsammeln. Und da ist auch jedes Mal die Militärpolizei gekommen. Was? Ja, anderes, also, ja, das war so ein Übungsplatz. Wenn du mir noch mal ich bin da schon mal drüber geflogen. Ich kenne den Übungsplatz. Also der ist jetzt, vor kurzem ist dieser Übungsplatz wieder an die Stadt zurückgegeben worden und jetzt leben da Wildpferde drauf. Ich nehme das jetzt mal nicht in die Kategorie Außerirdische mit rein. Mehr oder weniger, je nachdem, wie viele Minen noch da sind. Wenn du mir nochmal Vorwürfe machst, dass ich dir nicht erzähle, weil ich in New York irgendwie fast in ein Taxi kotze, jetzt kommst du mir und erzählst mir hier mit was habt ihr da aufgesammelt? Die haben ja da so Panzer- oder Truppenübungen gemacht und es gibt so, und das sind jetzt Wildpferde. Für diese Übungsmunition sind vorne so Kapseln drauf, die haben so ein neonfarbenes Pulver, wie so Mehl, und wenn die irgendwo ein Ziel treffen, dann zerplatzt es so und du hast dieses neonfarbene Pulver da hängen. Und wenn die halt daneben schießen, weil so gut sind sie anscheinend nicht, dann bleiben diese Kapseln liegen, die haben wir immer gern eingesammelt und dann irgendwo hingeworfen und hast du so ewig lang so einen neon-orangen Fleck gehabt. Der hat halt selbst ein paar Regen überlebt, das war wie so Kreidepulver. Heute wäre es ein Holi-Festival, früher war das halt... Das ist halt so Militärübungszeug. Alien-Technologie. Nee, das ist keine Alien-Technologie. Bundesmail ist keine Alien-Technologie, Conny. Wer weiß. Ja. Nee. Also ich fange euch mal noch alle schnell mit auf. Denn die große Frage ist ja, okay, wenn ich jetzt glaube, dass es Außerirdische gibt oder so, dann ist ja die erste Frage, die dann sofort danach kommt, okay, kann ja nicht sein, weil ist nicht auf CNN und ZDF und ARD... Ja, und wenn sie da wären, dann hätte es doch irgendein Präsident mit Sicherheit vielleicht auch schon mal gesagt. Oder können die Aliens da sein, ohne dass es CNN und ZDF und ARD ausdrücken? Weiß ich nicht. Ja also, und wie sind die überhaupt hergekommen? Weil egal, wo ich hingehe, ich brauche ja ewig, bis ich da wäre. Oder bis die da wären, von wo auch immer die herkommen. Ja, beziehungsweise... Schon gar nicht. Beziehungsweise du bräuchtest ewig, um dorthin zu kommen. Ja. Ne? Und das ist das, also was ich damit sagen will, ist, es kommen ganze Menge Fragen auf, wenn du da. Die wichtigste Frage ist auch überhaupt, warum? Was wollen die hier? Wenn die Technik haben, um das ganze Universum zu bereisen, warum dann gerade unseren kleinen Siftplaneten? Ja, die sind vielleicht schon so weit entwickelt, dass sie eigentlich so Erdenkram überhaupt nicht mehr nötig haben. Vielleicht brauchen sie Diesel. Also Rohstoffe wäre eine Möglichkeit, aber wer sagt denn, dass unser Planet nicht, also keine Ahnung, manche kommen her und sagen, das ist Disneyland, der Planet Erde. Also, weißt du, wie ich meine? Weil es doch so viele vielfältige... Die gucken es aus so einem ironischen Ding an. So wie wenn du sagst, irgendwie so, du fährst eine Woche saufen nach Malle, fahren die irgendwie so mal einmal die Erde besuchen
und komm dann heim, so, oh, ich war wieder. Ey, Erde ist nur einmal im Jahr. Ole, ole. Ja, genau. Stell dir mal vor, mit dem UFO da hinter Roswell rum und die ganzen Deppen. Alles was das für eine Unterhaltung ist für die, wenn die sich das angucken, was wir hier so tragen. Ja, deshalb meine ich ja das. Nee, also es geht halt darum. Von der Sicht habe ich es noch gar nicht betrachtet. Ja. Das ist ganz spannend. Das ist eigentlich so ein Vergnügungspark. Ja. Naja, du musst dir vorstellen, die kommen hierher. Also warum kommen die dann hier? Hast du ja gerade gefragt, ne? Und sofort kommt die nächste Frage, wie sind die überhaupt hier gekommen? Und es erscheint alles sehr, sehr unlogisch. Wenn du aber anfängst zu recherchieren und nachguckst und eine Frage nach der anderen hinterher gehst, und es sind viele Fragen, ich habe ja gerade ein paar genannt, ne? Warum sind die dann nicht im Fernsehen? Oder warum sehen wir sie nicht? Ja. Und so weiter und so fort. Das heißt, es ist eine ewig lange Recherche. Und du musst halt einfach anfangen, dir Zeit zu nehmen. Das ist das so, wie ich mich bei euch auch vorgestellt habe in der allerersten Folge, von der wir gemacht haben. Ich weiß nicht mehr, was ich gestern gesagt habe. Ja, ich sag's dir, ich habe gesagt, ich habe einfach unglaublich viel Zeit, weil ich bin ja neben, ich bin ja eigentlich Grundschullehrer. Aber also du hast halt... Und Fluglehrer. Und du musst dir halt diese Zeit nehmen zu recherchieren. Und Organist. Und dann musst du dir überlegen, dass du nicht nur in der UFO-Thematik recherchieren musst, sondern du musst halt auch noch in der, also wie das mit den Medien funktioniert. Dann musst du dich in die Politik einarbeiten, dann musst du dich noch in die Geschichte einarbeiten, weil vielleicht waren die ja schon ewig mal da. Dann musst du dich in die Religionen einarbeiten, weil das hängt ja damit auch noch wieder zusammen. Das heißt, du darfst nicht hergehen und nur dieses eine Thema dir die ganze Zeit anschauen zum Recherchieren, sondern du musst allumfassend dich ein bisschen loslösen und dann anfangen, überall zu recherchieren. Und dann werden nicht nur die Fragen ein bisschen geklärt, sondern dann erscheint dir das auch alles, was sonst so auf dieser Erde passiert, sogar noch logischer als vorher. Das ist genau der springende Punkt A, warum wir dich haben, weil es Arbeit macht. Und wo mir dann tatsächlich dann auch so ein bisschen, wo ich dann auch tatsächlich so ein bisschen ins Grübeln komme, wenn du dann die Fäden tatsächlich zusammenführst und viel einfach sehr gut zusammenpasst. Manchmal vielleicht zu gut. Aber also, es ist schon erstaunlich, also ich sag dir mal ein Beispiel, Fragen, die zum Beispiel oft gestellt werden, okay, wir waren mal auf dem Mond, aber warum fliegen wir eigentlich nicht mehr auf dem Mond? Das frage ich mich auch. Das wird dir danach... Vielleicht war es auch scheiße. Also ja, genau, aber das ist eine Frage, die musst du recherchieren. Vielleicht waren wir dann nicht mehr auf dem Mond, weil es da oben nichts mehr gibt. Sieht total scheiße aus, laufen keine Aber auf Frauen der Rückseite rum. Ist doch eine Basis, oder? Ey, ganz ehrlich, mal einmal Bulgarien, war nicht so toll, fliegst du mehr hin. Ja, und, das könnte ein Grund sein. Und wir waren ja auch mehrmals auf dem Mond. Richtig. Ja. Also kann es ja dort erstmal nicht ganz so scheiße gewesen sein. Und das musst du halt anfangen zu recherchieren. Da gibt es aber auch eine spannende Aufnahme vom Mond. Ich weiß nicht, wer es war, der oben gerade stand. Armstrong war dabei. Ja, Buzz Aldrin. Nee, war ein bisschen später. Die allerärmste Sau von allen ist ja Mike Collins, der einfach hochgeflogen ist. Und dann einfach in seiner Kapsel um Mond, bis die anderen zwei wieder hochgekommen und, sind. Ja, kurz vorm Klo in die Hose geschissen quasi, weil einfach hingeflogen, dann, du darfst nicht. Haben die Streichhölzer gezogen und da stand es von Anfang an fest, dass er oben bleiben muss. Es stand von Anfang an fest. Die werden bestimmt nicht erst da oben Streichhölzer gezogen haben. Vor allem, Auf jeden Fall gibt es dann oder? Funkspruch nach und dann, Houston. Und dann gibt es ja auch noch die, Sag ihn. Ja. Wir sind nicht allein hier oben. Ja, die waren ja zu dritt. Nee, die haben Besuch. Ach so. Sie hatten Besuch, ja. Okay. Das haben sie runtergefunkt und es ist abgegriffen worden, dieser Funkspruch. Aber der ist nur in irgendwelchen verschwurbelten Foren aufgetaucht. Nicht bei dir, bei YouTube, bei der Startseite. Ja, natürlich ist es nur in deinem Forum. Ja, ist klar. Und dann gibt es ja noch die sagen, wir waren nie auf dem Mond. Ja. Die gibt es ja auch noch. Natürlich. Und das, was ich damit sagen will, ist, du musst halt anfangen zu recherchieren und so weiter und so fort. Dann kommst du irgendwann mal zu dem Punkt, dass du feststellst, es macht alles viel mehr Sinn, wenn du das alles, diese ganzen Gebiete recherchiert hast und Antworten, es dauert auch ein paar Jährchen, wenn du das machst und ich gebe gerne heute und auch in den ganzen Folgen, die wir zusammen machen, immer so ein paar Namen mit, die quasi zu Hause nachrecherchiert werden sollten, weil die euch am schnellsten auf den Weg bringen. Wir führen ein Hausaufgabenheft. Ich habe nicht die Ambition, quasi euch hier davon zu überzeugen, dass das so ist, sondern ich habe die Ambition, quasi dafür zu sorgen, dass ihr euch auf den Weg macht, quasi zu recherchieren. Du säst die Saat. Genau. In den Köpfen wächst, So wegen die Idee. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wenn es Außerirdische gibt, egal ob wir es dran glauben oder nicht, aber sagen wir mal, sie kommen irgendwann. Dann ist ja die nächste Frage. Gibt es nur eine Rasse oder gibt es mehrere Rassen? Und gibt es welche, die sehen vielleicht sogar aus wie wir? Und wenn die dann so aussehen wie wir, könnte es dir sein, dass die vielleicht sogar unter uns laufen? Und wenn die unter uns laufen,
Hätten die dann Bock, auf so eine Veranstaltung zu gehen? Ja, ich guck mich grad ist ja alles Fun, Fun, Fun. Ist ja auch Entertainment, ist in der Entertainment-Flat mit mir drin. Naja, stell dir mal vor, du gehst auf eine Reise, sag mal, die Regierung gibt dir so ein mega geiles Gefährt, UFO. Damit fliegst du los, gehst auf einen anderen Planeten. Ja. Wenn du glücklicherweise ziemlich ähnlich aussiehst wie die, die wie wir aussehen. Und dann gehst du auf den Planet, gehst erstmal da in die Stadt rein. Und was würdest du als erstes oder was würdest du dir angucken, wenn du Conny da zwei Wochen lang Urlaub machen könntest? Was würdest du. Conny wird auschecken, wo es geilste Mac and Cheese gibt. Also, du guckst dir auf jeden Fall mal erstmal alles an, was es Geiles zu essen gibt auf dem Planeten. Ja, dann. Auf jeden. Oder kommen wir zur Kantine. Ja. Weißt du, was die so für Attraktionen haben? Was die Broschüre hergibt? Ja. Da gibt es ja mal irgendwo so ein Tourismusbüro, gehst rein. Ja, also du würdest auf jeden Fall mal Hop-on, Hop-off-Tours auf ein AC/DC-Konzert oder sowas gehen. Kultur, Musik ist ja auf jedem Planeten anders. Ja. Ja, das würdest du auf jeden Fall machen. Oder mal nach Las Vegas ins Casino gehen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden triffst, ich sag jetzt nicht offiziell, dass es die gibt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es aber irgendwo schon, dass du jemanden treffen könntest, falls es jemanden gibt auf diesem Planeten, ja, der so ist, wie es ist. Ist auf AC/DC-Konzerten. Ist tendenziell auf Konzerten. Okay. In krasse Städte, natürlich, ja. Tourismusstädte. Ja. Ja. Und ist in, sag ich mal, natürlich auch auf so Veranstaltungen, wie wir gerade hier zum Beispiel machen. Es gibt ja Veranstaltungen überall auf der Erde, wo, sag ich mal, sich so die Ufologen, die Hobby-Ufologen und so ein bisschen die Fans und die so ein bisschen sich da interessieren. Gibt's übrigens auch in Aschaffenburg und, so einen UFO-Kongress. Wenn du jetzt so einen Flyer rumliegen siehst, so Alarmstufe beige, und dann denkst du dir so, ey, mal gucken, was die so über uns erzählen. Das heißt, ja, du bist sicher, dass hier, wie hoch die Alien-Kunde ist? Also ob jetzt hier ein Hybrid ist, außer dir vielleicht, weiß ich nicht. Ey, aber ganz ehrlich, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass Außerirdische schon ewig alt sind oder, ne, und dann kommen die her und dann sehen die aber zufällig genauso aus wie bei uns. Das hat mich schon wieder bei Star Trek genervt, dass alle Außerirdischen bei Star Trek einfach Menschen waren, die irgendwo ein bisschen Knete im Gesicht hatten. Aber ich drehe es mal rum. Wie kommen wir unbedingt auf diese Idee, dass Außerirdische hauptsächlich grau oder grün sind und dickere Augen haben? Weil du Wer uns das hat... gesagt hast. Nee, hab ich nicht. Ich bin sowieso der Meinung, wie dass kommen diese... wir auf die Idee? Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt vollkommen beeinflusst wäre, ich wäre ein kleines Kind und würde denken, es gibt irgendwo anders noch Leben auf anderen Planeten, würde ich erstmal denken, die sehen wahrscheinlich so aus wie wir, weil ich erstmal ein bisschen blöd bin und keine Ahnung. Einfach mal so grundlegend. Ja. Warum gibt's dann als allererstes in jedem von uns in dem Kopf das Gesicht von so einem kleinen Grauen und so weiter und so fort? Also weißt du, wie ich meine? Also ja gut, es ist ja durch die Medien beeinflusst. Ob du da, wenn du jetzt irgendwie zu so einem Urwaldstamm hingehst, der dann noch keine Berührung mit hätte, würdest du fragen, wie sehen die Besucher von anderen Sternen aus? Dann würden die sagen, also geh fort, so einen Quatsch gibt's nie. Zum Beispiel. Aber ich weiß, die würden dann ja nicht den kleinen Grauen aufmalen. Und ganz ehrlich, diese typischen kleinen Grauen ist ein totales Fehlkonzept. Weil? Ja, pass auf, ich hatte nämlich früher mal so ein 90er-Jahr neben der Lavalampe und so einem leuchtenden Gummibärenlampe, hatte ich so ein aufblasbares Alien. Und das hatte genau das Problem, was alle diese kleinen Grauen eigentlich haben. Der Kopf ist zu schwer. Das ist immer nach vorne umgefallen. Auch diese ovalen Augen machen linsentechnisch betrachtet überhaupt keinen Sinn. Und dann sind die Jahrmillionen älter als wir und haben aus der Evolution nichts mitgenommen. Die haben die gleichen Probleme. Warum haben die zum Beispiel noch beide Augen vorne? Das ist mit der größte Problem vom Mensch ist, dass er, wenn der Säbelzahntiger von hinten kommt, zack, bist du weg. Warum also, nicht auch ein Auge hinten? So eine bescheuerte Scholle hat es ein paar tausend Jahren Evolution geschafft, ihr Auge auf die andere Seite wachsen zu lassen. Die Aliens laufen immer noch rum mit den gleichen bescheuerten Einschränkungen. Zwei Beine ist eigentlich ein kippeliges System. Eigentlich müsstest du drei Beine haben. Jeder weiß, der schon mal einen Hocker gebaut hat oder einen Stuhl, der nicht kippelt. Drei Beine, ideal. Dass sie immer so anthropomorph sind, das ist kein... Okay, pass auf. Darf ich? Wir haben doch von den Rassen in der letzten Folge gesprochen. Ja, war da ein Dreibeiniges dabei? Nee, aber da waren ja auch Wesen dabei, die sich verändern konnten, die in Form von einer, wie hast du es genannt? Transformer. Überbelichtetes JPEG, also dieses Lichtwesen. Ja, das war meiner Meinung nach einfach jemand, der die Kamera nicht richtig einstellt. Also von den kleinen Grauen gibt es verschiedene Modelle. Eine Rasse kommt vom Zeta Roticula, so heißen die. Okay. Die haben größere Augen, weil sie über die Jahre, und das werden wir auch über die nächsten Jahrzehnte und Jahrtausende,
wir konzentrieren uns immer mehr auf das Sehen. Wir hören gar nicht mehr so viel zu, wir riechen gar nicht mehr so viel, deshalb haben die kleinere Nasen und kleinere Münder. Die müssen sich auch nicht alle mehr, sag ich mal, so ernähren, wie wir uns ernähren müssen, weil die kriegen die Ernährungsenergie mit den ganzen Proteinen, was du brauchst, auch auf andere Art und Weise her und müssen dazu nicht einen Burger King graben. Aber die haben dann noch einen Stoffwechsel. Es gibt welche, die haben noch einen Stoffwechsel, und es gibt welche, die haben gar nicht, brauchen keinen Stoffwechsel mehr. Das heißt, auch Organe. Die zugeführte Masse wird in Energie umgewandelt. Ja, du kannst das. Du brauchst irgendwann später, wenn wir uns weiterentwickeln und alles, was da draußen so rum ist, brauchst du nicht mehr alle Organe, die du jetzt hast, keine Fett zum Verdauen und so weiter und so fort. Du kannst dir die Nährstoffe, die du brauchst, auch anders zuführen. Okay, dann mal ganz cool. Was kann ich jetzt guten Gewissens spenden oder verkaufen? So in den nächsten Jahren? Was wird obsolet? Oh, das ist spannend. Also, wenn du wissen willst, was gerne gehandelt wird unter den ETs, ja. Gibt es eine Handelsbörse? Es gibt eine Handelsbörse, ja. Und ich würde sowas wie eBay Kleinanzeigen. Mir überlegen, ob ich eine Niere gegen so eine unendliche Energiequelle tauschen würde. Also der Micha will unbedingt eine unendliche Powerbank. Ne? Ja? Du willst unbedingt so ein. Die machst dann eine Hälfte in mein Handy, andere in mein Tesla. Nee, also die drei Güter, die am meisten, sag ich mal, wir hier von der Erde loskriegen zu anderen Alienrassen sind, halte ich fest, natürlich Technologie, weil wir die sehr gut weiterentwickeln. Zweitens Kinderkleidung und drittens Bier. Kinderkleidung? Und Bier. Bier? Bier und Kinderkleidung. Ja. Weil wir sind eine sehr kreative Spezies. Wir haben jetzt nicht das Bier erfunden, es wurde uns schon ein bisschen hierher gebracht, aber wir machen unglaublich kreative Sorten und auf anderen Planeten gibt es nicht so viel Bier. Craft Beer ist voll im Trend. Raketenwissenschaft, oder? Aber wir sind eine sehr kreative Spezies. Ey, pass auf, ich habe mal einen Eimer geschenkt bekommen. Du musst dir vorstellen, zum Beispiel. Ein Eimer, in dem du selbst Bier brauen konntest. Soll ich dir was sagen? Es war Bier, aber es war scheiße. aber die kommen mit einem UFO, mit der unendlichen Energiequelle, um hier Eimer mit Bier zu kaufen oder was? Ja, also die unterschiedlichen Zivilisationen unterscheiden sich vor allem in der Kultur. Ja. Dann natürlich auch in den Lebewesen. Es gibt ja nicht nur die, die auf zwei Beinen, sondern auch die auf unterschiedlich aussehen. Kommen wir gerne noch drauf rein. Aber was total spektakulär ist für die, sage ich mal, die wirklich die Mühe machen, hierher zu kommen. Die gucken natürlich, was machen wir für Musik, was haben wir für Kulturen, wie laufen wir durch die Gegend, was haben wir für Klamotten und was C&A, trinken wir. In obersten Stock in die Kinderabteilung. Oder was. Aber mit 20% klar, die kleinen Gutschein. Grauen passen nur in Kinderklamotten. Also es gibt sehr viele Alien-Spezies, die tendenziell wenn kleiner sind als groß. Und die haben eigentlich ganz gute Designs und Kleidung für die. Okay. Wie bezahlen die denn warum eigentlich? Überhaupt noch das interessiert Kleidung? Mich mal. Also es gibt eine Handelswährung. Aha. Und die ist aufgebaut auf dem Rohstoff Gold. Ja, er ist wiederum deshalb so wertvoll, weil er Energie beinhaltet, die zum Beispiel radioaktives Material oder Radioaktivität, sag ich mal, bekämpfen kann. Das heißt, wenn du irgendwo bist Blei, und hast keine Ahnung, einen ziemlich verwüsteten Planeten oder sowas, ist Gold ein supergeiles, eine atomare Struktur, um, sage ich mal, viele Sachen besser zu machen, was Umwelt und die Atmosphäre das und so. Das heißt, ich verstehe das richtig, die kommen mit dem UFO hierher geflogen, gehen zu C&A, kaufen sich da Kinderkleidung und lassen Gold da Gold. Und dann ist wieder gut. Und wollen doch finde ich eine großartige klauen. Idee. Im weitesten Sinne, ja. Okay. Aber wir haben, also es gibt, sag ich mal, eine Zwischenlagerung. Also die laufen nicht alle hier rein in C&A und kaufen ein, sondern diese, sag ich mal, generelle Handelsbörse ist schon organisiert, auch mit Währung und Verträgen. Aber wer organisiert es? Das interessiert mich jetzt. Gibt es da eine IHK? Wahrscheinlich Elon Musk. Gibt es da irgendwie einen Handelsverband und... Es gibt da eine intergalaktische Handelsvertretung. Haben die auch eine Webseite? Nee, aber die. Also, es gibt ein World Wide Web. Ey, ich hab gedacht, intergalaktisch. Wir wollten sanft einsteigen in das Thema. Wir haben jetzt, jetzt will ich es aber. Und da kann man quasi auch von denen Sachen erwerben. Selbstverständlich. Vielleicht gibt es ja da deine Powerbank, wenn dir Paul die Webseite rausrückt. Ja, alles die klar. Wirst du aber nicht mehr brauchen. Lässt du mal deine David Hasselhoff-Gedenkmünzen einsammeln? Niemals. Okay. Niemals. Aber ich finde es vielleicht gut, weil du gerade gesagt hast, wir wollten weich einsteigen. Also für diejenigen, die ein bisschen weicher einsteigen wollen, die können sich gerne mal ihr Handy rausholen und eine Notiz starten und die heißt Unacknowledged. Und das ist eine Dokumentation, die jetzt Number One auf iTunes ist in Amerika und noch auf anderen Kontinenten. Und da geht es so ein bisschen drum, wie man hingeführt wird, warum das alles so ist. Dass wir jetzt, wie ich die Fragen vorhin anfangs gestellt habe, warum wir jetzt die nicht sofort sehen und warum das alles so,
sag ich mal, eine zweigeteilte Welt ist, ja. Also, und der Herr, der diese Dokumentation macht, ist auch viel in Kontakt gewesen mit den damaligen Präsidenten und noch mit anderen militärischen Komplexen, und er heißt Dr. Stephen Greer. Dr. Stephen Greer. Und der hat wiederum einen Kameraden bei sich gehabt, der heißt Emery Smith. Mhm. Und der hatte tatsächlich halt auch in unterirdischen militärischen Komplexen hier auf der Erde nicht nur an toten Leichen von Aliens gearbeitet, sondern an lebenden auch Leichen. Eine Zusammenarbeit mit tatsächlich lebenden Aliens. Läuft auf Netflix. Genau. Ja, ist natürlich, wenn irgendwas eine seriöse Quelle ist, dann natürlich Netflix. Und YouTube. Ja. Und YouTube. Ey, die sind unabhängig. Die zahlst 10 Euro im Monat. Ja. Super, ja. Nee, aber ja, okay. Und ja. Der hat mit lebenden Aliens zusammengearbeitet in unterirdischen Komplexen. Genau, und das haben wir auch in den letzten Folgen so ein bisschen besprochen. Und wer das quasi ein bisschen mal zu Hause nachrecherchieren möchte und denkt, das ist alles nur Quatsch, guckt einfach mal den Namen nach. Emery Smith, Dr. Stephen Greer und die Dokumentation Unacknowledged. Und danach treffen wir uns wieder auf ein Bierchen. Und bis dahin wollten wir, glaube ich, also wenn die zusammenarbeiten, dann muss man sich das nicht immer so vorstellen, wie das uns in diesen Filmen beigebracht wird, ja. Also das sind keine krassen... Nicht so 9 to 5, die kommen morgens ins Büro und kommen montags morgens, kommt das für Kalle, der Alien total sind tatsächlich, zu spät, ich hab da wieder eine Craft Beer Brauerei. Die sind tatsächlich wirklich auch echt ganz lustig. Also charmant. Wir sehen ja auch teilweise... Haben Aliens Humor? Ja. Ja? Also du musst dir vorstellen, der Emery Smith und die ein oder andere Spezies sind unterirdisch beispielsweise in so einer Kantine und essen zusammen Mittag. Das interessiert mich. Jetzt kommen wir zur Alien-Kantine. Die besagte, ja? Mysteriöse Alien-Kantine. So, und natürlich haben die alle ihre Sicherheitszertifikate und es soll auch nicht so viel Information ausgetauscht werden. Also beispielsweise, wenn da jetzt einer mit so einer ganz krassen Hightech-Technologie durch die Gegend läuft, dann fragst du den bestimmt nicht, ey, wo hast du das her? Sondern du redest über so banale Sachen wie Fußball, ja, oder über irgendwie sowas, weil du weißt, wenn du irgendwelche dummen Fragen stellst den anderen, die dich nichts angehen, machst du bei der Agenda nicht mal mit und fliegst gleich wieder raus. Ja, pass auf, die stehen in der Schlange mit so einem Tablett in der Hand. Nein, ohne Tablett. Ich kann dir gleich sagen, wie die aussieht. Aber was ich sagen will zum Thema Humor, ja. Also die meisten von denen sind ja schon tendenziell eher weiterentwickelt und höher entwickelt. Das heißt, die haben auch die Fähigkeit, so mental, davon hatten wir auch in der letzten Folge ein bisschen gesprochen, ja, zu kommunizieren. Ich sag jetzt mal ganz grob gesagt, die können schon ein bisschen die Gedanken von dem anderen lesen. Ja? Nee, um Gottes Willen. Ja? Niemals wünsche ich mit so jemandem an einen Tisch sitzen. Naja, es gibt keine Lügerei mehr. Es geht mehr über die Tische hinaus. Es gibt keine Lügerei mehr. Da brauchst du einen Aluhut. Das ist ja meine schlimmste Albtraumvorstellung. Mir hat mal als Kind, ist mal jemand zu mir gegangen und hat gesagt, Micha, pass mal auf, Erwachsene können alle Gedanken lesen. Und das kriegst du aber erst beigebracht, wenn du 18 bist. Man darf eigentlich nicht drüber reden. Und ich habe dann wirklich als Kind eine ganze Zeit lang Panik gehabt, dass egal was ich denke, dass alle Erwachsenen das wissen. Ich habe da wirklich probiert, an nichts Schlimmes zu denken, was genau ins Gegenteil geht. Aber warum findest du denn... Aber warte mal ganz kurz. Und das hast du geglaubt? Ja, weiß nicht, vier oder fünf. Und jetzt hast du Aluhüte zu Hause? Naja, ich bin ja selber 18 geworden, nachdem da keiner auf mich zugegangen ist. Hab da was? Ich hab da. Ich mach mal einen Aluhut für dich. Ja, so. Oh. Das ist ja mega. Der, mit Antennen. Also, der kann. Ja, perfekt. Da kannst du dich schützen vor, Micha. Ja, den brauchst du unbedingt. Weil dann kannst du mit diesem Hut. Das ist ja mega. Kannst du in mega, die, kannst du in die Alien-Kantine gehen. Oh, der tut doch gar nicht weh. Sieht auch wirklich einfach scheiße aus. Wie sind meine Haare? Wie sind meine Antennen? Sag mal, wie hast du die Lichter da reingekriegt? Nicht schlecht. Ja, das war Alien-Technologie. Ah. Conny bastelt beruflich. Also pass auf jeden Fall, du sitzt dann in der Kantine. Ich sitze dir gegenüber. Ja, jeder isst da so sein Steak. Und ich denke mir, und dann hoffentlich liest du nicht meine Gedanken. Nee, der Witz ist, manchmal vergisst du das auch so ein bisschen und dann stehst du auf und dann zwinkert dir dazu so und sagt, viel Spaß heute Abend. Oh Gott. Und, Das wäre noch okay, wenn er dann sagt, pass auf, ich zeig dich an, du Sau. Nee, dann, sind wirklich ganz, also die haben schon Humor. Ich meine, er hat selbst gerade an ein Kinodate gedacht gehabt, das er dann abends später und so weiter und so fort. Und also die sind schon auch ganz cool und die sind nicht immer nur so Horrorvorstellungen. Aber wo ist denn jetzt diese Kantine? Also diese Kantine. Und kann man da einfach so rein oder braucht man Mitarbeiterausweis? Also du brauchst, also diese Kantine ist,
Also der Weg dahin, es gibt natürlich verschiedene Wege dahin. Ist wahrscheinlich, ich rede jetzt mal vom Emery Smith, okay? Und der übrigens dafür verantwortlich ist, dass unsere zweite UFO-Folge auf YouTube zensiert wurde. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall. Da pfuscht uns die Regierung. Urheberrechtlich geschütztes Material. Um es ganz, ganz, ganz abzurunden, wie du dahin kommst zur Kantine, ja? Manche Eingänge findest du natürlich nur auf Militärgelände, manche Eingänge sind aber in x-beliebigen Gebäuden, es können Krankenhäuser sein oder sowas. Dann fährst du Fahrstuhl, ungefähr 50 Etagen weiter runter, in den du natürlich nur 50. Reinkommst. Ja. Weißt du, wie tief 50 Etagen sind? Richtig tief. 150 Meter. Dann fährst du da unten auch nochmal ein bisschen Geothermie. Ein bisschen Zug. Dann steigst du da unten drin noch ein bisschen aus. Und dann kommt die krasse Sicherheitskontrolle. Wer soll das denn alles gebaut haben? Das besprechen wir noch. Im Alien-Tunnelbohrer. Und also du musst alle Klamotten ablegen, du kriegst extra Klamotten. Dann ach so, ich wirst dachte, du noch vom nackt rein. Hund beschnüffelt und lauter solche Sachen. Was vom Hund? Dann, stopp mal, da musst du vom Hund? Ja, weil es gibt natürlich Leute, die versuchen, Fotos, Technologie da rein rauszubringen. Und mein Foto riecht. Und ich sag mal, diese Hunde sind Riesenfoto ab. Klingt jetzt ein bisschen hart, aber es sind Hybridhunde. Also die haben schon spezielle. Ach ja, alles klar. Wie bei Resident Evil. Aber so ein Hybridhund kann auch so ein schöner Golden Retriever sein, oder? Auf jeden Fall bist du dann da. Und, das ist ein Hybridmops. Diese Kantine ist richtig. Ja, ein Hybridmops. Führ den mal noch ein bisschen aus. Ja, gut, er guckt dann an. Richtung so und dann. Hat hinten nochmal drei Augen. Ja. Muss er sich gar nicht mehr umdrehen. Ja, er hat überall Augen. Okay, auf jeden Fall gehst du rein. Du stellst dir vor, du läufst eigentlich, also es gibt mehrere Kantinen, aber ich rede jetzt mal von dieser sensationellen Kantine da unten drin, okay? Mhm. Eine knallweiße Wand, 30 Meter lang, die kannst du entlang gehen. Dann kannst du irgendwo an dieser Wand draufdrücken und dann stellst du fest, dass diese ganze Wand eigentlich nichts anderes ist wie ein krasser Bildschirm oder sowas. Von da aus kannst du dann dein Menü bestellen. Und zwar funktioniert das alles nur in Bildern. Touchscreen? Touch. Ey, ganz ehrlich, weil du musst der ja Mac ist bei uns, hat das auch. Ja. Kannst du auch hier und am Touchscreen. Was ab? Ja, okay. Ich warte. Also die Idee dahinter ist, egal wie groß ein Alienwesen ist, auf welcher Ebene oder Höhe, du kannst überall deinen Finger da hinhalten und dann können die Kleinen was zu essen bestellen und die ganz Großen. Aber was gibt's denn da jetzt? Du kannst. Und warum weißt du das so genau? Du kannst dir da alles bestellen, Conny. Alles? Du kannst dir gesehen. Was, du musst ja überlegen, du hast ja da auch Alienwesen, die da auch essen und die haben ja dann auch ihre Vorstellung von Essen. Was bringen die eigenes Essen mit? Was ist denn so ein kleiner Grauer? Also die kleinen Grauen essen erstens mal sehr, sehr wenig. Die brauchen gar nicht mehr so viel Essen. Die haben es ja gut. Aber es gibt halt... Also Graubrot essen die. Ja, genau. Und neben Graubrot gibt es dann, also manche essen Fleisch, manche essen aber auch kein Fleisch. Ach, die meisten Alienrasen finden es komisch, dass wir Kuhmilch trinken tatsächlich, weil das hat das finde ich aber auch komisch. Das hat ja, also die Milch von einem anderen Tier zu trinken, ist eher sehr außergewöhnlich bei uns auf dem Planeten. Aber Käse ist noch cool dann wieder, oder? Es kommt drauf an, welche Spezies. Es kommt drauf an, welcher Käse. Ja. Auf jeden Fall hast du dann ein Menü bestellt und das dauert dann ungefähr 3 Minuten und dann geht so mitten in dieser Wand dieses so eine Art Schacht auf. Der ist dann angepasst an deine Größe, je nach Alien-Spezies und dann kannst du dann deinen Teller rausnehmen. Und dann und kommt, der Meckes ist schneller. Und dann kommt eigentlich das Geilste und das hat der Meckes, glaube ich, noch nicht. Du setzt dich, also dieser Raum ist voller Tische auf unterschiedlichen Höhen, weil unterschiedliche Alien-Spezies. Und dieser Tisch musst du dir vorstellen wie ein, also ich sag mal, wie ein riesen Tablet. Ja? Und du setzt dich dann dahin. Manche sind schon Stühle da, bei manchen fahren die dann auch, also fahren ist untertrieben. Geräuschlos kommen die da unten raus. Okay. Ja. Gut, ich hätte auch gerne überall einen Stuhl, wo ich stehe. Und dann kannst du, weil du hast ja nur den Teller genommen, du nimmst es nicht bei einem Tablett. Und dann kannst du mit der Hand da so drauflegen und wenn du so ziehst, kommt eine Serviette raus. Wenn du Doppeltap machst, kriegst du dein Besteck. Und wenn du einmal tappst mit zwei Fingern, dann kommt ein neues Menü, weil manche Alienspezies haben ja anderes Besteck als wir. Ich wollte gerade sagen, haben überhaupt alle Aliens mindestens 2 Finger? Es kommt auf die Spezies drauf an. Ah ja, alles klar, okay. Aber das finde ich ja spannend. Und ich finde das Conny, super. Ganz ehrlich jetzt. Jetzt überleg doch mal, was das für Möglichkeiten sind. Aber weißt du, was richtig geil ist? Das würde euch beiden gefallen. Das Essen da unten ist der billig. Hammer. Oh. Weil du musst dir überlegen. Sag mal, Paul, mal ganz ehrlich.
Woher weißt du, dass das ja, Name ist? Ihr könnt das alles zu Hause selbst okay. Quelle YouTube. Das Essen ist deshalb krass, weil ja. Erstens die... Wir sollten da mal mit Kau und Schluck hin. Die haben ja investiert. So eine Kooperation. Nein, also du kriegst deshalb so gutes Essen, weil die haben ja investiert in diese Leute, die da unten arbeiten. Die haben viel Geld, die haben die viel ausgebildet und so weiter und so fort. Also geben die denen auch gutes Essen. Das Essen unter der Oberfläche ist ein ganz anderes Essen als auf der Oberfläche. Okay. Aber das, ich meine, wo kommt denn die Küche her? Ist ja noch kein Sternekoch irgendwie spurlos verschwunden plötzlich. Das Missing 411 wäre dann da das Thema. Interessant. Das wir schicken mal spannend. den Menschen mit Kitchen Impossible da runter. Dann gucken wir mal, was da rauskommt. Kann das sein, dass die Menschen, die einfach verschwunden sind, jetzt irgendwie da unten arbeiten? Jetzt alle in der Kantine? Nein, das, also ich meine, ein paar also Fachkräftemangel gibt es auch nicht. Aber das Erde, Essen also. Wird da unten 3D gedruckt. Das wäre ja auch was Faules für daheim. Ja, also du musst ja alles, ja, ist ja wie bei den Organen, es werden ja auch in der Medizin da unten die Organe, Gehirn, Herz, alles kannst du 3D drucken mittlerweile. Das ist warum nix. Entführen die dann noch so viel? Warum was? Warum entführen die Aliens dann noch so viel Leute? Das ist eine andere Geschichte. Also, aber wenn du die du brauchst ja nur die atomare Struktur, Moleküle, natürlich. Struktur. Warum können Masse? Sie sich dann hier einfach Gold drucken? Weil wenn du nämlich Atome einfach zusammenbasteln kannst, kannst du ja auch Gold zusammenbasteln. Weil das ein bisschen schwieriger ist. Gar nicht wahr. Wenn du Atome anordnen kannst, kannst du alles erschaffen. Du brauchst... Ey, Kalbschnitzel mit Panade, geil frittiert und heiß, ist doch nicht kompliziert, ist doch nicht einfacher zusammenzubauen als so ein bisschen Gold. Reines elementares Gold? Aurum? Doch, auf jeden Fall. Also du hörst, wenn du da das Essen bestellst, hörst du auch hinten dran diese... 3D-Druckermaschine. Ja, die Stühle kommen lautlos raus, aber das Essen macht Geräusche. Das sind diese, diese kleinen Servos, also die du da hinten haben hörst. Und dann kommt das Essen und das Krasse ist, die können das Essen halt... Also ich bin voll drin. In ein paar Sekunden dann halt relativ schnell zum Kochen erhitzen oder abkühlen und dann kommt es fertig raus. 3 Minuten hieß es vorhin. Ja, also bis die 3D-Drucker fertig sind. Achso, okay, ja, alles klar. Ja, gut, ich meine, es klingt echt abgefahren, ich weiß. Es klingt ja, mega abgefahren. Nee, eigentlich gar nicht. Ja. Ich hätte da jetzt einfach mal vor. Da kannst du alles, ja? Alles einfach, gehst hin. Was du dir alles. Also die Getränke nicht. Die Getränke, Ach so. Nur wenn du jetzt sagst, hier, ich hätte gerne Ananas auf das Leben, war halt atomare Struktur. Wird gedruckt, ja. Aber Getränk geht nicht? Warum geht Getränk nicht? Naja, weil es flüssig, weil es eine andere atomare Struktur ist. Das ist wohl schwieriger bei einem. Weil es so heiß ist, oder was? Dann nehme ich eine Kaspatsche. Du kannst es ja danach erhitzen oder ach so, wieder abkühlen. Okay. Die werden ja auch eine Mikrowelle noch haben. Ja. Aber ja, das Steinzeittechnologie. Du druckst dir dein Essen, dann am Schluss schmeißt es in so eine popelige Mikrowelle, oder was? In der Doggybox. Das ist noch. Die funktioniert wahrscheinlich besser als die von uns. Das dauert tatsächlich nur ein paar Sekunden, sie erhitzen und abkühlen. Okay. Ja. Da sind dann doch an irdische Physik gebunden. Und wie ist das da so mit dem Bezahlen? Ja, unten PayPal in der Kantine. Ja. Hallo, das sind Angestellte. Ja, aber wir, also, ja, nicht je, ich nicht kriege je. Ihr Essen komplett subventioniert. Das müsste ich mal meinem Chef sagen. Ja, ich aber auch. Ja. Also wenn du da unten bist, das sind ja nicht viele. Und wenn du die sag ich mal, die Genehmigung hast, da zu sein, es wird auch darauf geachtet, dass du da nicht zu lange bist. Es gibt da schon auch noch nebendran Schlafquartiere, die ungefähr ähnlich abgespaced sind, aber die erzähle ich heute nicht mehr. Und dann wird eigentlich nur in einem Notfall, also beispielsweise bei einem Shutdown, sagen wir mal, in einer anderen Abteilung ist ein Virus ausgebrochen oder sowas. Und dann muss halt geguckt werden, dass nicht alle gleich wieder rausgehen an die Erdoberfläche, sondern dann musst du halt so lange da drin bleiben, bis es halt erledigt ist. Und wenn du halt Pech gehabt hast, kann es halt sein, dass da auch halt gnadenlos determiniert wird. Okay, also gnadenlos heißt wirklich gnadenlos? Naja, wenn du zurückkommst mit dem Virus, das du von Alien hast, dann wirst du einfach, ich meine... Verbrannt, direkt. In der Ausgangsschleuse, im Fahrstuhl. Ja, das ist halt scheiße gelaufen, ja. Ja, ach, ärgerlich dann. Mhm. Aber du meinst, das Essen wäre es wert auf jeden Fall. Also das Essen ist schon geil. Ja, okay. Also das fasziniert mich, dass du weißt, was es... Also möchtest du uns noch mehr erzählen darüber? Ich kann also euch auch noch mehr erzählen. Also ich meine, warst du schon mal da? Ich war noch nicht da, nee. Ich glaub's ja bald. Ich glaub's ja wirklich bald. Also ich würde nicht hier sitzen, wenn ich schon da wäre. Dass du nur und du bist da runtergefahren und hast einen Dehoga-Aufkleber dran gebracht. Mein was? Deutscher Hotel- und Gaststätten. Ach so. Ja. 3 Sterne. Ja. Ja.
Nee, also du darfst halt, du musst dich halt Schritt für Schritt vorarbeiten. Der Emery Smith ist nicht sofort da unten reingekommen. Der Emery Smith war ursprünglich einer, der für die im Hospital gearbeitet hat, hat Leichen seziert, ganz normale menschliche Leichen, und wurde dann, hat aber seine Kindheit und seine Eltern waren alle beim Militär, das heißt, er hat auch die militärische Laufbahn eingeschlagen. Und dann kommt irgendwann das Militär und sagt, hier, wollt ihr nicht auch mal, keine Ahnung, jeden Freitag und von da und da ein bisschen was Krasseres mal so auseinandernehmen. Und dann halt, heute halt wieder Freitag ja? Ist Alien. Und was die halt machen, die legen die halt erstmal so ein Stückchen hin, ja? Die bringen dich da hin, eskortieren dich und dann gucken die dir mal zu, ob du die Klappe hältst. Das heißt, du stehst unter Beobachtung, auch deine Familie und so weiter und so fort. Dass du noch nicht gleich weißt, dass es sich um außerirdische Materie handelt. Ach so, ein Stück okay. Fleisch. Mhm, mhm. Also du kriegst nicht gleich die komplette Leiche auf den Tisch gelegt. Okay. Und dann gucken die, ob du der Agenda folgst, ob du die Klappe hältst, ob du einfach neugierig bist, deinen ordentlichen Kram machst. Und das hat ja langfristig gesehen super geklappt. Und das hat er halt ziemlich gut gemacht, bis er halt dann irgendwann auch mal den ganzen Körper vor sich hat. Ja, aber dadurch, dass das jetzt da durchgesickert ist, war das System nicht hat so. Hat sich nicht über so die letzten Jahre einiges verändert, ja. Ah ja, okay. Also er hat relativ lang dicht gehalten, oder? Er hat, also das, wovon ich erzähle, wir reden von 1980. Ja. Da gab es noch nicht mal Windows 95. Nee, das ja, stimmt. Okay. Wann kam das nochmal raus? Nee, das war ein Gag. Also ich rede von Sachen, die 40 Jahre oder 30 Jahre zurückliegen, weil ich kann euch nicht erzählen, was jetzt gerade seit 5 Jahren oder 10 Jahren passiert, weil diese Sachen werden nicht geleakt. Aber ich kann euch erzählen, quasi was seit theoretisch... Diese 3D-Drucker-Kantine gab es schon in den 80ern oder was? Du musst dir vorstellen, dass sehr viele krasse Technologien es schon sehr früher gab. Mhm. Und nur ein Teil nach und nach quasi an die, ich sage jetzt wieder, Erdoberfläche weitergegeben wird. Was ich ja damit man daran glauben muss, muss man natürlich das ganze System recherchieren, wie das funktioniert, weil sonst ist es ja total unglaublich. Ja, was geh da mal auf Patentsuche, Michel. Du kannst die Google-Patentsuche benutzen. Habe ich neulich mal gemacht, weil unser Lehrer Dr. Paul mir das mal gesagt hat. Alien vom Sirius oder was? Nee, nicht so ganz, aber Lockheed, ne? Also du musst auch wissen, ganz normale Corporations, beispielsweise Siemens, ja? Ja. Oder Lockheed oder Airbus oder Boeing und auch unser Mr., wie heißt der, SpaceX? Elon Musk? Genau. Ja. Die sind eigentlich mehr da drin involviert als unsere aktuelle Regierung, weil die haben die Wissenschaftler, die das Know-how haben und so weiter und so fort und die können die Kohle machen. Ich meine, es ist nichts Neues, dass Firmen manchmal mehr Kontrolle haben über die Politik als die Politik über die Firmen. Und genauso ist es in dem Bereich, wo es um Alien-Technologie und erweiterte Technologie geht. Aber alle Technologie, die wir doch haben aktuell. Aber ich meine, wenn du jetzt irgendjemandem aus den 80ern, keine Ahnung, ein Smartphone oder ein iPad hinhältst, dann platzt da durch den Kopf und er sagt, oh Wahnsinn, Alien-Technologie. Aber wenn du das ja Schritt für Schritt mitverfolgst, also wie der erste Mikroprozessor entstanden ist, Halbleiter, die ersten Rechenmaschinen noch mit Relais und physikalisch, das Ganze einfach nur Schritt für Schritt weiterentwickelt und verkleinert. Da ist ja nirgendwo der Punkt, wo plötzlich aus dem Nichts eine Technologie aufgetaucht ist, die keine nachvollziehen konnte. Weil jede Technologie, die wir haben, ist in Schritten zurück und nachvollziehbar, wo die irgendwann mal herkam. Und am Anfang waren es dann halt immer, weiß ich nicht, Stein an Kopf also und am Schluss. Aber es ging schon Waffe, relativ schnell, ne? So, naja. Von jetzt auf gleich waren wir auf dem Mond. Also ich warte immer noch auf ein Handy-Akku, der länger als einen Tag hält. Der größte... Also könnten wir noch ein bisschen schneller gehen, wenn es nach mir ginge. Und das ist es ja. Es ist unfassbar gebremst. Aber um zu deinem Sprung zu kommen, der größte technologische Sprung war so 1900 rum. Tesla, wenn es dem einen oder anderen was sagt. Aber das wurde ja dann klein gemacht und der nächste war eigentlich hier in Deutschland. Ich meine, es war nicht so, dass Deutschland nicht umsonst Made in Germany bekannt war, so um die 30er, 40er, 50er Zeit und da kam Mikrowelle und der ganze Kram, von dem du geredet hast, halt relativ zügig raus und hätte sich viel schneller und noch wesentlich schneller entwickeln können. Und weil du sagst, die Technologie hat sich doch weiterentwickelt. Es gibt Zeug da draußen, von der wir nicht so viel mitbekommen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja gut, also dann hat es aber auch noch überhaupt keinen Einfluss in den Alltag gefunden, oder? Halt alles, gezielt, halt also gesteuert, ne? Ja. Ich meine, wenn China ihr 3-Kamera-Handy rausbringt, bringt Amerika ihr 3-Kamera. Also kann mir keiner mehr erzählen, dass das nicht alles irgendwie ein bisschen gesteuert ist. Aber ein Kamera- und ein Bildsensor, das ist alles nachvollziehbar, wo die Technologie herkommt, wie die funktioniert
Und wie und das früher war, nicht wenn du die ersten Digitalkameras mal gesehen hast, die haben vom Prinzip her ähnlich funktioniert, man hat es halt immer nur optimiert, verkleinert, ne, irgendwie. Richtig, also du, jetzt geht's wieder los, die Technologie. Also, lass mich so zusammenfassen. Ich sage nicht, dass wir Menschen nicht dumm, schlau genug wären, selbst Technologie weiterzuentwickeln. Wir sind nur zu faul. Wir haben damals in den 20er, 30ern ganz viel Nachhilfe bekommen. Vor allem wir Deutschen. Oh, oh. Ja. In 20er, 30ern. Ja. Da sind wir mal froh, dass es nicht zu viel Nachhilfe war. Es hat an der richtigen Stelle dann zum Glück nicht genug Nachhilfe. Gott sei Dank, gegeben. Ja. Genau. Und wollen wir die Technologie-Sachen vielleicht ein bisschen sein lassen oder wollen wir... Wir haben nur noch 10 Minuten oder 15. Ich, so spät schon. Ja, keine, dann lassen wir die Technologie, das wird ja sowieso eh noch Thema in unseren Podcast. Aber vielleicht, um die Sache noch so ein bisschen abzurunden und zu ändern, für all diejenigen, die jetzt sagen, ey, das war absolut krass, was hier vorne erzählt worden ist und so weiter und so fort. Ja. Ja, nee, eigentlich überhaupt nicht, ich sehe nur in verständnisvolle Gesichter. Ja, total. Ja. Harald Lech kommt gleich rein, gratuliert uns. Ja, der kann jetzt auch einfach nach Hause gehen und kann sagen, ey, das war ganz lustig, sich mal anzuhören. Ja, dann gibt es ein paar von euch, die weiß ich, ey, das klingt schon auf der einen Seite interessant und cool, auf der anderen Seite, aber dann den empfehle ich einfach, fangt einfach mal das Recherchieren an oder tut einfach mal wenigstens nach der Show einfach mal wieder euch trauen, darüber zu euch zu unterhalten und nicht Angst haben, eine Konversation darüber anzufangen, ob es jetzt Aliens gibt oder nicht. Das ist kein Tabuthema mehr in Deutschland, weil es wird in den nächsten Jahren was passieren und wir sind verdammt hinten dran im Vergleich. Und jetzt habe ich wieder Angst. Mark his words. Zuerst hier bei Alarmstufe B. Nein, also was ich damit sagen will, ist, Deutschland und die Kultur und die Menschen sind so eingeschüchtert von diesem Thema und geh mal nach Amerika oder geh mal nach Schweden. Selbst der Vatikan hat UFO-Akten. Das finde ich am allerspannendsten. Und guck einfach mal wieder einfach nur nach dem Thema. Und du wirst überrascht sein. Oder für diejenigen, die einfach nicht glauben, dass das Zeug doch zu sehen ist, hockt euch mal im Sommer raus an den Himmel und guckt mal wieder Sterne an. Wann habt ihr das letzte Mal gemacht? Und ihr werdet krasse Sachen sehen. Dann kriegst du Verschmutzung wahrscheinlich die wenigsten hier. Aber es stimmt schon. Ja. Du musst nur raus in den Spessart fahren. Es ist, tatsächlich so, ich muss zugeben, ich bin ja als Berufs-Scully bei uns immer sehr skeptisch dem gegenüber. Aber find ich gut. Gibt schon diverse Ansätze. Wenn man da mal nachgoogelt, der wird einem zumindest so ein bisschen komisch. Wie du denkst, noch glaubt denn jemand von euch an sowas da draußen? Guck mal, wie die sich nicht keine. Trauen. Ja, die trauen sich nicht. Daran die gehen aber heute ab. Weil sie alle Angst haben, dass gleich die schwarzen SUVs draußen vorfahren. Und das meine ich. Weißt du, die deutsche Mentalität ist unfassbar da hinten dran. Und spätestens, wenn in den nächsten Monaten und dann wird noch andere Dokus rauskommen, wie du selbst die Möglichkeit hast, übrigens auch Kontakt mit denen aufzunehmen. Kein Witz. Dann, oder wenn dann irgendwann mal das Eisen in der Antarktis so sehr geschmolzen ist, dass da unten ein paar krasse Sachen rauskommen, dann ruft ihr mich alle an. Ja, alles klar. Was kommt denn da raus dann? Das verrate ich euch in der nächsten UFO-Folge. Ich möchte kurz einschalten darf. Also ich verstehe es auch nicht. Alle gucken Star Wars, aber keiner glaubt an Aliens. Ne? Ich habe noch nie Star Wars gesehen. Das ist komisch irgendwie. Das ist ein kleiner Widerspruch. Glaubst du denn dran, Daniel? Wir werden so gesteuert. Guck mal, die Fernsehsendungen, die laufen, ja, sei Star Wars. Der Name sagst du schon. Es geht immer nur um die bösen Aliens, um die bösen Aliens, um die bösen Aliens. Keiner kann sich vorstellen, dass die mal High Five machen. Ja, High Five mit drei Fingern oder was? Alf. Oder auch der Film E.T., das lasse ich noch durchgehen, aber das war... Alf fand ich gut. Alfonso auch. Ja, das Ende war furchtbar. War nett. Ja, das Ende war eine scheiße, Katastrophe. Aber und der Film war noch schlimmer. Das stimmt allerdings. Aber die Serie an sich. Ob ich tatsächlich nochmal Alf gucken soll, weil meine Frau auch große Alf-Fan ist. Aber ich habe mich dagegen entschieden, weil mich das Ende als Kind so fertig gemacht hat. Ja, das Ende war ganz, ganz furchtbar. Deswegen gucken wir jetzt nicht Alf noch. Daniel ist auch großer Alf-Fan. Wir haben auch alle, haben das alles auf DVD. Ja, null Problem. Ja, und dann müssen wir es bei Amazon gucken und wenn es parallel im Fernsehen läuft, müssen wir das auch noch gucken. Es ist im Streaming oder was auch? Ich glaube, ja. Okay. Irgendwie bei Amazon, glaube ich. Das ist ja egal. Gut! Aber wie gesagt, wenn wir euch da jetzt ein bisschen überfahren haben, das war natürlich ein extrem krasser Einstieg. aber ich sag mal so, unsere Podcast-Folgen gehen ein bisschen sanfter an das Thema ran. Und ich sag mal so etwas langsamer. Und auch wirklich, wenn wir deine Hausaufgaben, die du auch fleißig immer in unsere WhatsApp-Gruppe postest, wenn man da mal nachguckt,
Ja. Manchmal ist es aber auch, wo ich sage, okay, ich liebe das Thema. Es braucht Zeit. Aber guck mal, ich verstehe das total. Wenn Leute sagen, ich habe Angst vor dem Thema, oder wenn jetzt einer sagt, ich habe Angst, wenn die auch mal hierher kommen und weiß ich. Das ist ein Thema, damit muss man sich halt erstmal auseinandersetzen. Ja. Deswegen also, ich verstehe da auch jeden, der sagt, ey, komm, geh wieder nach Hause, halt deine Klappe, das ist vollkommen in Ordnung. Und du musst halt langsam anfangen zu recherchieren. Das ist alles, was du machen musst. Ganz langsam anfangen. Das gebe ich mit auf den Weg. Ja, okay. Ja. Jo, damit sind wir schon durch jetzt. Mammen sagt zu, würde ich sagen. Schönes Schlusswort. Ja, Micha, willst du auch nochmal was sagen mit deinem geilen Helm? Ja, also ich bin auf jeden Fall dankbar, Conny. Vielen Dank nochmal hier für den Apparat. Das ist ja perfekt. Damit du gut nach Hause kommst. Aber wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass jahrelanges alufreies Deo jetzt quasi einfach für den Arsch sind. Irgendwie das Gefühl, ich habe schon Schnittwunden in der Stirn. Du kannst aber ja noch ist, mal, ich fühle mich sicher. Ich bin drauf gekommen, weil du mich gestern gefragt hast, was wäre der perfekte Sponsor für unseren Podcast, und es war Alufolie. Wir sollten echt mal bei Toppitz anfragen. Ja, auf jeden Fall. Jeden Tag eine Kopfbedeckung mit Toppitz Alufolie. Mit dieser Wabentechnologie, das ist bestimmt auch alienbasiert. Ja, auf jeden Fall. So. Wie das Glas war, also ja. Dass Sechsecke perfekt aneinander passen, um eine Fläche zu füllen. Oh Mann, oh Mann. In diesem Sinne, vielen Dank, wir sind raus. Vielen Dank. Macht's gut!